So, und da sind wir auch wieder bei einer neuen Folge von Let's Play Ark. Jo, wir wollten tatsächlich heute mal unsere Bude ein wenig streichen. Und dafür, Moment, das müsste hier sein. Pack jetzt erstmal den Pinsel hier weg, die Farbe. Genau, die Pinsel, warum sind die hier drüben? Die müssen hier rein, das ist ja Werkzeug. Die Farbe lasse ich auch mal da. Und zwar habe ich überlegt, dass wir... Ich weiß leider halt nicht, wie ich es streichen will, aber ich denke, Zulbär müssten blau machen. Blau machen. Ich weiß noch nicht, welche Farbe der Boden haben soll. Ob der weiß wird. Ich glaube, das wäre ganz schön. So ein weiß, weißer Boden. Machen die weiß. Na, für weiße Farbe benutzt werden. Das ist wahrscheinlich für blaue Farbe. Genau. Okay. Erstmal, warum sind die so beschissen unterteilt? So. Und dann... Endlich ist die Holzkohle mal für was gut. Gehen wir es mal an und machen aus Farbe. Und da ziehe ich die da mal raus. Den lässt er drin. Holzkohle packen wir da rein. Wasserschlauch fülle ich auf. So, jetzt haben wir Wasserschlauch. Hier hin, öffnen, einziehen, das da und entzünden. Dann Bieren wieder den Ei. Holz, Bieren. Jetzt haben wir so viel Holz rum. Genau, das Holz. Halbiere ich und den halben habe ich nochmal. So, pack mal das Holz noch da drauf. Die weiße Farbe. Wir schauen jetzt mal noch. Ja, 5 weiße Farben müssen eigentlich reichen, weil es bis 6 weiße Farben sind. Jetzt sehe ich die Stimbeeren raus. Ey, ey, was soll denn das? Ey, du machst meine Hütte kaputt. Oh, kein Wasser mehr, deswegen. Das braucht relativ viel. Jetzt zieh ich das Stimbeeren raus. Junge! Wasserschlauch mal auffüllen. Ich hab ein Essen. So, dann. Blaufärbung, gut. Ah, wir kriegen. Okay. Ja, vor allem ein Schwarzes da drin. Wir kriegen pro Wasserschlauch-Dings 5 Farben. Oh, das ist nicht schlecht. Beeren. Beeren, das Rezept. Ja, das ist eigentlich auch da drin, das ist egal. Okay, und ich fange jetzt erstmal mit Weiß an. Nein. Ja. Das ist die Unterseite? Das ist die Oberseite. Ja, okay. Wissen, ja. Ich fahre es. Ja.
Ist zwar ein bisschen beschissen, dass das Gras aus dem Boden rausschaut. Aber ist halt jetzt so. Das hat was. Okay, dann machen wir jetzt mal. Und zwar. Okay. Das ist so eine. Blau. Ah, dann müssen wir zwei machen. Okay, also beide Regionen einfach blau. Zack, zack. Wow. Okay, jetzt müssen wir schauen. Okay, logischerweise noch die übrig gebliebenen. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, muss ich sagen. Aber was, du, das ist... Ja. Hm. Oh, da. Check. Ich weiß gar nicht, welche Bären waren das? Die Stim... Nee, nicht die Stim-Bären. Oh, jetzt müssen wir wieder schauen. Ja, es sind halt immer die übrig gebliebenen, logischerweise. Okay, jetzt der Besen. Der Besen. Wer kennt es nicht? Der Pinsel. Aufgebraucht gewesen. So, hier. Kann ich mein Bett streichen? Ich brauche schon einen Freund. Ja, das macht alles ein bisschen bunter, finde ich. Hm? Doch. Schön. So. Zack. Zack. Pinsel wieder. Reicht die Farbe noch? Ja, es geht, glaube ich, gerade lang. So. Hier. Zack. 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 Und zack. Dann zack und zack. 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 Jetzt muss ich hier drauf, damit er soweit ist. Zack. 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 Oh, apropos. Metallbarren, 53 Stück. Oh, die Farbe wird nicht reichen. Okay, dann gehe ich mal gleich Farbe machen. So, hier, das weiß ich darüber. Und... Wasserschlauch wird getauscht. Fünf. So. So. So.
So. So. Die Schränke kann ich nicht bemalen, oder? Oh, doch! Da muss ich mal schauen, wie ich die mache. Die Schränke kann man bemalen. Schön. Dann mache ich hier die ganze... Ein Kunterbund, das Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Die schauen da zum Fenster raus. Ich habe ein Haus. Ein Kunterbund, das Haus. Und jeder, der mich mag, kriegt unser 1x1 gelernt. So irgendwie. Das ist meine Villa Kunterbund. Okay, das müssen wir von der anderen Seite machen. Ah. Den Knauf lass ich mal. Sonst finde ich den nicht mehr. So. Ja, das ist die Wand, die jetzt noch fehlt. Oder? Was ist die da? Die ist auch okay. Stopp, Gott, hä? Der läuft nicht. Ja. Ich finde vor allem der Boden, der passt dann dazu ganz gut. So. Dann machen wir mal Lauffarbe wieder da rein. Hier. Hier, das müsste auch für gelbe Farbe verwendet werden, genau. Und dann machen wir, wobei, gelb, die Decke machen wir gelb. Aber wirklich schön kunterbunt. Schwarz, die Schränke, ich weiß nicht, doch, die kann man eigentlich schwarz machen. Schwarze Farbe, aber das wird nicht reichen. Da brauchen wir noch ein paar Narkobären. Okay. Dann gehe ich mal Narkobären suchen. Suchen. Ist eigentlich klar, was die gibt. Das finde ich gut. Jetzt haben wir endlich mal eine Verwendung für die ganzen Bären. Aber es sieht interessant aus. Bisschen Farbe ins Leben bringen. Mal überlegen, wie ich den Boden draußen noch mache. Wir haben noch nicht so viel Narkobären, ne? Wir brauchen noch ein paar mehr. Also, oh, 20 Narkobären. Ja, jetzt gerade mal 10. Also gehen wir mal nochmal Fasern, ist auch nicht schlecht. Ohne dass ich was machen. Also, doch, ich mache natürlich was, aber. Sind ja auf der Suche nach Narkobären. Und oh, das war ein Stein. Ja, können wir mal mitnehmen. Wir haben ja so wenig. Und dadurch, dass ich eigentlich Narkobären nur möchte, kriege ich aber alles andere auch. Und das ist dann ganz gut. So, jetzt sind vielleicht noch 5. 2. Und na, 3 noch. Werden ja wohl noch irgendwo 3 Narkobären zu finden sein. Wow. Genau, 3 Narkobären hätte ich gerne. Und natürlich jetzt keine. Nirgends mehr. Hätte ich mal das nicht erwähnt. 1 Narkobäre, wow. Aber ich muss sagen, wenn man es jetzt mal so sieht, jetzt nochmal 3. Narkobären gibt es gar nicht so oft. Die sind schon etwas teurer, sag ich mal. Hast du eigentlich noch irgendwas auf Lager? Oh. Oder davon abgesehen, dass du leveln kannst, du kriegst Nahkampfschaden.
Ja, bitte. Wack jetzt nicht die ganze wieder rum. Dankeschön. So, Moment. Wir wollten hier hin. Inventar. Den tun wir gleich mal auffüllen. Und dann mache ich mal die da rein. Gleich mal was essen. Ta, und dann machen wir hier, das haben wir. Wasser und entzünden. Es geht ja schnell, das macht Klack und da haben wir es ja eigentlich. Das war. So, wir haben es. Für. Oh nein, kann man gar nicht für Farbe verwenden, die. So, schwarze Farbe, schön. Ah, wir wollten noch gelbe Farbe, stimmt. Gleich wieder auffüllen. So, dann das Danae und für gelbe Farbe. Das ist ja nicht so viel Fläche. Da reichen 5, denke ich. Ja, und der. So, hier wieder aus. Den tue ich mal nochmal auffüllen. Was lustig ist, wenn ich ja Holz drin habe und das verbrennt, habe ich automatisch Holzkohle. Holzkohle muss da drin sein. Also, passt. Hier ist es tatsächlich jetzt mal erwünscht. Andere Frage. Wir müssten hier Fleisch schon haben, oder? Ja. Dann mache ich gleich Holzkohle darüber. So. Und öffnen. Fleisch. Okay, dann machen wir einfach mal hier den Fisch rein. Gibt's halt jetzt zeitlang immer nochmal Fisch. Hat man eigentlich mehr so. Die ganzen Beeren. Simbeere, Kartoffelsaat. Fasern, Alter, viele Fasern bekommen. Nice. Sehr schön. Fasern. Fasern. So, dann den Pinsel dahin und den Zauber mal hier. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die Decke. Das ist oben, das unten. Aus welchen waren das? 5 und 1. Genau, okay. 5, 1. 5, 1. Unser Haus ist was Besonderes. Oh, ich sehe gerade, das Dach ist ja super verlegt. Ey. Die sind alle so. Und die sind so. Wow. Toll, dass es mir jetzt das auffällt. Na ja, gut. Hauptsache, ein Dach ist da, ne? Das ist wichtiger. So. Hier ist es auch anders. Ey, meine Fresse, wie kann man das so scheiße hinkriegen? Ach ja, naja.
Vor allem jetzt durch die Farbe fällt es halt uns mehr auf. Aber ich sag einfach, das ist künstlerische Struktur, das gehört so. Dann passt das. So. Jetzt müsste ich das. Ich meine, wir werden es ja vielleicht eh irgendwann mal auf Stein umsetzen. Dann ist es eh hinfällig. So, alles. Okay, und hier, das ist jetzt. Wie viel? Alter, der hat ja. Ah, Moment mal, ist das nicht so? Okay. Moment. Das ist das. Ja gut, so viel Unterschied ist da jetzt nicht. Ah, nice. Doppelklick, Doppelklick, Doppelklick. Geht schneller. Kannst mir viel erzählen, aber ich glaube, genau. Ein Tablet vergessen. Doppelklick. Hm? Schnell gemacht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Hier, das geht bestimmt. Okay. Das Bett geht echt nicht. Ja. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir den. Und vielleicht auch schwarz. Alles schwarz. Schön. So sieht das Ding jetzt von außen aus. Unsere Villa kunterbunt, muss man sagen. So, dann machen wir hier. Das und die Farbe und die Farbe. Okay. Neue Ordner. Haben. Ordnerumsicht. Ah, okay. Und dann haben wir hier. Teilung. Oder machen wir mal noch mal einen Ordner, wenn wir schon mal hier sind. Werkzeug. Werkzeuge und Waffen annehmen. Ordneransicht. Ein bisschen besser sortiert. Oh, das ist noch schwarze Farbe. Das ist eigentlich auch ein Werkzeug. Okay, und den Rest lasse ich jetzt einfach mal so. Holz. Oh. Fasern. Steine. So.
So. Fasern, 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 Fasern. Feuerstein, 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 Feuerstein. Kann ich die markieren? Ja. Ist auch zu schön gewesen. Feuerstein, Holz, Holz. Von unten hochziehen. Holz. Stein, 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 Stein. Stroh, 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 Stroh. So. Das ist alles und das ist unterteilt. Gut. Hier. Das geht sogar so, wie ist das hier gar nicht? Ja, das ist halt Stuff, mein Gott. Ich muss jetzt nicht unbedingt unterteilen. Hier. Das sind halt Beeren. So viel sind es davon nicht. Was wollte ich eigentlich hier drin lagern? Oder waren das. Das waren nur Ausweichkisten. So. Ja. Ich kann doch bestimmt meinen. Da hat's geruckelt. Ich kann doch bestimmt mein Segel machen, oder? Mein Segel einfärben. Bin mir fast sicher. BRB-Modus an. Was für ein BRB-Modus? Schiffe einholen, Segel, die erste Mal und dann. Geht das nicht? Komisch. Mal was essen. Okay, gut, und dann packe ich den Pinsel wieder weg. Rote Farbe. Und zack. So, dann ist da Holzkohle drin. Oh Gott sei Dank, das ist noch nichts zu suchen. Holzkohle machen wir wieder hier rein. Nehme ich das da. Kann ich das hinplatzen? Kann ich das hier an die Wand? Oh, das ist groß. Warte mal. Villa. Kunter und weiß nicht, da würde Alter, das Schild. Die Farbe ist ja genial. Villa Kunterbund, weißt du, so ein richtig ruppiges Holzschild. Egal. So, wir haben noch 10.000 Fähigkeitspunkte. Jetzt schauen wir mal. Holzschild machen wir jetzt einfach mal. Fahne, Milchflächen, Flagge, Kochtopf, Ola. Pinsel bringt ja schon was. Holzlaufsteg und so. Ja, es ist halt, wenn wir das mal brauchen würden, dann würde ich es auch mal machen, aber. Ich habe bis jetzt einfach noch keinen. Ne? Räucherkammer, verbrennt Zündpulver bei geringen Temperaturen, Flüssigkeit zu entziehen. Bei leicht verderblichen Waren, die Zeit, bis sie verderbt. Ja, okay. Ein Holzwandschild. Das wäre nicht schlecht, weil dann könnte man das Schild da vorne wegmachen. Kühltasche. Ich würde wünschen, das gäbe es für andere Sachen auch. Eine Wandfackel. Direkt umgeben muss an eine Wand gebracht werden. Ja, gut. Macht Sinn. Eine Wandhalterung muss bestimmt an der Wand angemacht werden, oder? Steindach, Armbrust, Stegosattel.
Ja, weißt du. Klar, wir können natürlich das Ganze mit Holz. Quatsch, ganze Steinzeugs. Ja, das können wir eigentlich mal machen. Wir haben so viele Punkte. Wir haben über 100. Ah, wir haben 150 Punkte. Türrahmen. Holztürrahmen, Steinwand? Habe ich keinen Holztürrahmen gelernt? Warum habe ich keinen Holztürrahmen gelernt? Hä? Habe ich doch gelernt. Ach so, wahrscheinlich wegen der Steinwand. Wahrscheinlich wegen der Steinwand, ne? Genau. Verstärkte Tür. Okay, Stairs. Fundament, Steindach. So. Pfeiler und so. Was war jetzt erstmal nicht hier? Die Pike war ja ganz gut, ne? Aber ja, du kannst ja mal lernen. Wir haben so viele Sachen. Feuerstelle, Bärenfall, Steingeländer. Ja, das brauchen wir halt erstmal gar nicht. Ein Schwert. Ja. Toilette. Anschließend war 10, wenn die Natur ihr Attribut verteidigt, den Geschäft für dich erholen für Fachgeld. Ja, wofür brauche ich das? Kanone. Ja. Katapultgeschütz brauche ich dafür. Wo ist denn das Katapultgeschütz? Hier. Dafür brauche ich eine Balliste. Das da. Ja, gut. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu. So. Aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Wir haben tatsächlich was geleistet. Und zwar unser Haus. Schön eingefärbt. Jo, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.